Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns gemeinsam die Navigation in SAP an. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Dadurch, dass die SAP-Software schon etwas älter ist die Navigation nicht immer so intuitiv wie bei neueren Softwareprodukten. Aus diesem Grund sehen wir uns nun an, wie du dich im SAP zurechtfindest. Zunächst startet man den Zugriff auf SAP über das SAP Easy Access. Das habe ich nun gestartet und in dieser Auswahl habe ich nun die Möglichkeit, mit einer Verbindung auf das entsprechende SAP-System zu verbinden. Vermutlich ist es so, dass es bei einem Unternehmen viele weitere SAP-Systeme vorhanden sind, auf die man sich einzeln verbinden kann. Ich mache nun einen Doppelklick auf diese Verbindung und gelange nun in das Anmeldefenster. Darin muss ich nun den entsprechenden Mandanten angeben, in meinem Fall entspricht dieser 800, und den Benutzer sowie das Kennwort. Des Weiteren kann ich auch die Anmeldesprache auf Deutsch oder eine andere Sprache auswählen. Ich melde mich nun an diesem System an und bestätige die Anmeldung mit Weiter auf diesem grünen Button. Anschließend verbindet sich nun dieser Client SAP Easy Access auf das entsprechende SAP-System. Nun sind wir auch schon in diesem System und möchte nun einführend die Navigation erklären. Beginnen wir damit, dass in dieser Menüleiste hier der Weiter-Button immer ein grüner Button ist, in diesem Fall hier. Dann gibt es als nächstes das Befehlsfeld. In diesem Fall ist es zusammengeklappt, das kann ich aber auch öffnen. Dieses Befehlsfeld ermöglicht mir einen Sprung auf entsprechende Berichte oder Stammdaten und viele weitere Transaktionen. Anschließend kann ich auch noch mich vom System abmelden. Das mache ich mit diesem gelben Button oder einen Abbruch mit dem roten. Des Weiteren kann ich auch mehrere Menüfenster öffnen. Das kann ich in diesem Fall über Erzeugen Modus und erhalte ein weiteres Menü. Damit kann ich parallel mit SAP arbeiten. Je nachdem, wie der Administrator die Anzahl der zu öffnenden Fenster ermöglicht, kann bis zu 16 Menüs geöffnet werden. Ich schließe dieses. Des Weiteren kann ich auch eine Verknüpfung auf den Desktop erstellen. Und zwar mache ich es mit diesem Button. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, das Layout anzupassen. Und zwar viele weitere Eigenschaften, die hier erklärt sind. Nun kommen wir zur Darstellung bzw. Navigation innerhalb des SAP-Systems. Es ist grundsätzlich so, dass es eine Ordnerstruktur dargestellt ist, und zwar im ersten Ordner Favoriten, in dem ich die entsprechenden Absprünge mir speichern kann zu bestimmten Bereichen innerhalb des SAPs. Darunter befindet sich das SAP-Menü. Dieses listet nun alle entsprechenden Module, welche dieses SAP-System verfügbar hat, an, beispielsweise Rechnungswesen. Dieses untergliedert sich in viele weitere Bereiche, zum Beispiel auch das Finanzwesen, und kann damit in das Hauptbuch eine Buchung, beispielsweise hier Sachkontenbeleg, erfassen, kann ich anlegen mit einem Doppelklick und erhalte nun die Eingabemaske für den entsprechenden Beleg. Ich kann dieses Menü schließen und bestätige, dass ich keine Speicherung bzw. die Bearbeitung beenden möchte.
Ich kann aber auch, und das ist historisch bedingt, der SAP-Software auch auf diesen Transaktionscode, wie hier zu sehen, FB50, diesen kann ich auch im Befehlsfeld angeben und mit Enter bestätigen und gelange somit auch in das Eingabefenster von diesem Beleg. Wie ihr seht, könnt ihr dadurch etwas Zeit sparen, wenn ihr diese Kürzeln auswendig kennt, beziehungsweise wenn sie sehr oft sich wiederholen. Ich kann mir das aber auch damit erleichtern, indem ich mit einem Rechtsklick diesen Sachkundenbeleg erfassen zu dem Favoriten hinzufüge und habe diese nun hier verfügbar und kann damit entsprechend einsteigen. Zu guter Letzt möchte ich noch die Navigation innerhalb von Stammdaten vorstellen. Dazu wechsle ich in das Menü der Debitoren und darin befindet sich der Unterordner Stammdaten und darin befindet sich die Transaktion Anzeigen. Ich gelange nun in ein weiteres Menü und habe dort die Möglichkeit, bei diesem kleinen Symbol hier eine entsprechende Auswahl zu definieren, Suchbegriff, Land, Postleitzahl und vieles weitere. Ich bestätige diese ohne Einschränkungen und erhalte nun 500 Einträge der Debitoren nach Buchungskreis. Ich kann nun innerhalb dieser Liste mit diesem Symbol suchen, dann entsprechend auf einen Debitor speziell navigieren, wie hier zu sehen. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen kleinen Hilfsmitteln bzw. Tools die Navigation innerhalb des SAP-Systems wesentlich vereinfachen und macht euch am Ende des Tages auch produktiver. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!